Wegen Grotte halt. Genau, also muss hier doch jemand sein. Hab ich den übersehen? Da ist er doch. Hey Blake, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Hey, ich weiß. Zusammen mit einem Pokémon sieht jede Landschaft gleich viel strahlender aus. Bin ich hier eigentlich? Aufwärmtunnel. Frage ist, ist das die Kämpfergrotte oder der Aufwärmtunnel? Kam ich von da? Ich glaube, ich kam von da. Ja? Nee, das ist der Aufwärmtunnel. Ah, deswegen auch die Sundance, ne? Weil es zum Wüstengebiet führt. Wird das auch auf der Karte verzeichnet, dass man da alle Weg das hat? Das ist eigentlich Fitnessmeer. Inselkettenmeer, das ist schon mega geil, ne? Oh, hier gibt's noch einiges zu entdecken. Ich hab grad mal nur diesen Teil hier. Hey Blake, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Sagen wir auch immer das Gleiche. Ich
Wie viele Diktas gibt's denn hier? Noch 6. Können ja dann nicht weit sein, ne? Ja, zum Beispiel das jetzt. Wenn man dafür nichts Gutes bekommt, drehe ich am Rad, ne? Ach, das habe ich schon ausgesaugt. Na. Noch 2. Also das Gebiet ist klein, deswegen kann ich da hier mal eben die... suchen. Die erkennt man ja sofort. So einer noch, ne? In der Wüstensenke also gefunden. Uff. Fahrt der Prüfung. Also das, die Fleißebene ist jetzt auch nicht so groß, ne? Irgendwie sind die Ebenen alle nicht so groß, aber... Ach ja, könnten sich hier denn dick das verbergen? Okay, hier sind ein paar zu viele. Nanu? Es war so klar, dass da auch eins ist. Hier ist keins. Das wundert mich aber. Dass es schon allein so ein großes Meer gibt, Alter. Und hier gibt es nicht so viele. Was ist denn das?
Das ist die Wabeninsel, das sehe ich jetzt schon. Ah, Toraino! Nein, ich kämpfe nicht gegen dich. Alter, die Warminsel. Natürlich gibt's auf der Warminsel Wadribis, ist klar. Und zwar nur Wadribis. Und verdammt viele. Von diesen. Dingens hier, wie heißen sie? Von diesen Nestern. Zehn? Hier drauf? Diese große Festung da in der Mitte. Schneller! Da ich bestimmt auch noch nicht rein. Turm des Wassers. Es gab aber eine Wasserarena, deswegen. Obwohl eine Unlichtarena gab es ja auch. Bin mal gespannt, was es da für Prüfungen gibt jetzt. Wenn wir. Abenteuer hier weitestgehend bis dahin geschlossen haben. Zur Ringbucht müssen wir. Uff, wir müssen außen rum oder durch diese Höhle hier. Alter, ist das riesig. Schneller? Da ist schon wieder so einer. Ja. Boah. So, Ringo, da wären wir. Aber gefällt mir, wie groß das hier ist. Ein Windul haben wir noch nicht, aber wir sind im Typ Nachteil. Nicht töten. Brav. So, hier, Hyperball.
Wingull hatte ich schon. Habe ich nicht drauf geachtet. Wo steht der Typ denn? Er müsste doch hier irgendwo rumstehen. Er steht auf jeden Fall. Du wirst nie und nimmer glauben, was für einem grandiosen Pokémon ich begegnet bin. 100 Watt zeige ich dir meine abgefahrene Entdeckung, aber nur ausnahmsweise. Hier, dann schau dir mal das wahnsinnig tolle Pokémon an, das ich entdeckt habe. Also. Sagenhaft, oder? Welche Pokémon man antreffen kann, hängt auch von der Wetterlage ab. Es lohnt sich also jeden Tag aufs Neue loszuziehen. LOL. Die Sandburgen. Und da ist der Big Boss. Komm her, du Sandhaufen. Sandkapu. Geist. Ich hoffe, Drachenklaue macht ihn nicht tot. Okay. Ey, spuck mich nicht an! Sankabu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es entstand aus einem Sandhaufen, in den der Groll eines Verstorbenen fuhr. Die Schaufel auf Sankabus Kopf ist sein größter Schatz. Wow. Ist die Frage, wo ist der Typ? Oder die, oder was auch immer. Da, 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 da. Da. Hey Blake, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? So, sonst haben wir keine mehr, ne? Aussichten alle genossen. Dakuma vertraut mir jetzt blind. Der spielt Switch! Der spielt! Was spielt der da? Auch Pokémon? Hey, du stehst mir vor dem Bild! Ist dein Vater Glaser oder wie? Na, lass mich doch mal sehen, wie das mit dir und Dakuma so läuft. Kuma! Fantastisch!
Delionisch, ihr seid echt dein Herz und eine Seele geworden. Der Kuma ist an deiner Seite prächtig gedient. Du saure Arbeit. Ah, ich glaube, ihr seid bereit. Folgt mir mit dir beiden. Hopp, hopp! Okay. Das ist ein schöner Tag zum Flanieren. Was? Es regnet. Puh, da wären wir. Hier sieht's gut aus. Also Blake und Akuma. Wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann spitzt mal schön die Ausschau. Austragungsort dieses eigens für Akuma konzipierten Trainings sind... Die Türme der zwei Fäuste! Türme? Ah ja. Lass mich raten. Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Dakumas zukünftigen Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. Deshalb solltest du dir gut überlegen, welchen der zwei Türme ihr in Angriff nehmen wollt. In beiden Türmen erwarten dich 5 Etagen und 5 Trainer, die es faustdick hinter den Ohren haben. Du solltest Dakuma also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich an diese Herausforderung wagst. Um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, musst du den Fokus Force durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung und saust mit deinem Fahrrad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch auf einer der Turmspitzen zu treffen. Das wird spitze! Hoho! Aber vorher...